Jo, Servus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich mal wieder. Eigentlich wollte ich das Video. Ja, mein Mülleimer ist mal wieder ganz unordentlich und total voll. Ich möchte ihn mal wieder leeren, aber habe ich irgendwie noch nicht gemacht. Hier, ihr seht, eigentlich könnte ich mit meiner Kamera aufnehmen, aber da ist leider der Akku leer. Und es ist mittlerweile schon wieder fast 10 Uhr abends. Und ja, ich wollte mal wieder mich so melden. Das heißt, ich mache mal wieder so ein. Wie in alten Zeiten, ja, aber wie früher eben schon mit meinem Handy ein kurzes Video oder vielleicht auch längeres Video, wo ich mich einfach mal wieder melde, weil jetzt wieder in den letzten Tagen nicht so viel gekommen ist. Grund dafür ist, dass ich gerade einfach auch in der Arbeit zu tun habe und nächste Woche geht es nach Lübeck in die Berufsschule zum ersten Mal von der Ausbildung aus. Ich sage jetzt auch einfach mal, was ich genau von der Ausbildung mache, muss ich eigentlich nicht unbedingt verheimlichen, kann ich ja sagen. Und zwar Hörgeschädigt, was bedeutet, ich mache eine Ausbildung zum Hörakustiker. Früher hieß es Hörgeräteakustiker, jetzt heißt es Hörakustiker nur noch. Keine Ahnung, warum man das jetzt umbenennen muss, aber man hat es halt umbenannt. Ja, auf jeden Fall mache ich eine Ausbildung in dieser Sparte, was ziemlich gut passt, denn ich habe damit Erfahrung mit Hörtests, mit Beratung habe ich Erfahrung, weil ich ja selber immer Beratung bekommen habe, dadurch, dass ich eben selber Träger bin von Hörgeräten. Und ich kenne auch, dass wenn Abdrücke gemacht werden vom Ohr, um zum Beispiel so ein Ohrstück zu machen, weil man eben, ja, das seit Jahren hat. Und deswegen ist das ein Beruf, der eigentlich ziemlich gut zu mir passt. Ich kenne mich aber damit auch aus, wie schon gesagt, durch eigene Erfahrungen und kann dann eigentlich mich relativ schnell reinfinden. In den letzten Wochen war es aber trotzdem so natürlich, dass dass ziemlich viel auf einmal gekommen ist, ziemlich viele Informationen, die man alle verarbeiten muss, ziemlich viele Dinge, die man lernt. Und das ist natürlich am Anfang gerade nicht ganz einfach. Und dann will man natürlich das aber auch so gut wie möglich hinkriegen. Was aber nicht ganz einfach war. Außerdem hatte ich ja jetzt das letzte Dreivierteljahr nicht so viel. Und musste mich dann auch ganz ehrlich auch wieder dran gewöhnen, daran, dass ich jetzt wieder arbeite. Und ich finde, ja, da habe ich gemerkt, das ist ziemlich viel, was da auf mich draufkommt. Dann eben jetzt diese Nervosität auch wegen der Berufsschule. Man geht hoch nach Lübeck, ganz in den Norden an die Ostsee. Ich meine, ich war schon des Öfteren weit weg von zu Hause, aber das ist zum ersten Mal eben, das erste Mal Unterricht, ganz weit oben. Ich kenne mich dort absolut nicht aus. Und man kennt eben niemanden dort. Sobald man dort das erste Mal war und dann so ein bisschen die Gegend kennengelernt hat, ich meine, ich bin da ja immer Blockunterricht, das heißt immer mehrere Wochen am Stück. Sobald man dann die Gegend kennengelernt hat und ein paar Leute kennengelernt hat, ist das gar kein Problem. Aber wenn es das erste Mal ist und man dann auch noch nicht hochgefahren ist und das noch nicht erlebt hat, ist es eben was Neues. Und da ist man ein bisschen nervös tatsächlich. Und ich werde gucken, ob ich eventuell irgendwie Kamera mitnehme. Weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Weil ich meine, ich habe da oben Unterricht. Da habe ich dann sowieso keine Zeit zu filmen. Wochenende vielleicht. Aber da wollte ich vielleicht nur mit dem Handy filmen. Eine Möglichkeit dort oben zu schneiden, wollte ich wahrscheinlich sowieso nicht haben. Das heißt, wenn, dann werden solche Videos, die ich einfach so aufnehme und dann einem Zug kurz hochlade. Je nachdem, wie das Internet dort oben ist. Ich habe keine Ahnung. Ich war ja noch nicht oben. Deswegen wurde ich das alles auf mich zukommen lassen. Kommenden Sonntag geht's jetzt los. Da muss ich dann gucken, wie sich das entwickelt. Morgens geht's los und dann bin ich nachmittags irgendwann angekommen. Oder werde ankommen. Es ist ja noch nicht passiert. Ja, auf jeden Fall, da ist man schon ziemlich gespannt und wie schon gesagt, in den letzten Wochen ist einiges zusammengekommen. Auch privat hatte ich noch so ein paar Dinge, weil ich gerade merke, alles so ungefähr wie damals, als ich meine Foto auf YouTube gemacht habe. Ich drehe mich mal kurz um und stelle mein Handy ab. Ja, so wie damals, als ich meine Foto gemacht habe auf YouTube. Es ist in den letzten Wochen so gewesen, ich bin zwar gut in die Arbeit reingekommen und ich bin auch sehr froh, dass das mit der Arbeit jetzt gut ist und dass ich jetzt eine Ausbildung habe und so weiter. Aber privat bin ich da irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben, was vor allem bedeutet, dass ich irgendwie nicht mehr wusste, was ich mit meiner freien Zeit anfangen sollte, weil irgendwie so gerade viele von den Hobbys, die ich früher hatte, Socken zum Beispiel, ich zocke immer noch und das wird wahrscheinlich auch nie ganz aufhören, aber viele von den Spielen, die ich
Viele von den Spielen, die ich früher gespielt habe, zocke ich zurzeit überhaupt nicht mehr. Und es sind nur noch we im Wesentlichen drei Spiele, die ich hin und wieder zocke. Das wäre zum einen FIFA 19, weil ich aber wirklich alle paar Wochen mal spiele. Dann Formel 1 2018, weil ich gerade wieder ziemlich viel zocke. Ich habe ja früher FIFA 2016, F1 2016 gespielt auf dem Kanal ein bisschen, nicht wirklich viel, aber ein bisschen. Ich habe auch F1 2018 mittlerweile und da spiele ich gerade eine Karriere einfach nur für mich und das macht schon relativ viel Spaß, weil ich mittlerweile auch auf einem etwas höheren Schwierigkeitslevel angekommen bin und dann einfach eine ziemliche Herausforderung habe, dann jeden Abend so oder jetzt nicht jeden Abend, eine Zeit lang fast jeden Abend so, dann bin ich erkältet geworden, man hört vielleicht auch noch, ich habe mich ein bisschen erkältet. Ich bin erkältet geworden. Das kann man nicht mal sagen, aber egal. Auf jeden Fall war ich ein bisschen erkältet dann. Dann habe ich ja ein bisschen runtergefahren, weil ich gemerkt habe, dass ich da absolut meine Ruhe brauche. Donnerstag letzte Woche ging es los ungefähr. Mittwochabend habe ich schon leichte Halsweh gehabt und wusste schon, okay, das geht in eine ziemlich eindeutige Richtung. Mal wieder eine Erkältung. Kann ich ja absolut brauchen. Nicht. Das war ja schon vor einem halben Jahr so. Als ich mich damals auch auf das Musical vorbereitet habe, in dem ich mitgespielt habe. Manche mögen es heiß. Und da war ich auch ganz kurz davor erkältet. Und habe dann auch schon gedacht, weil ich dann auch noch andere ganz kleine gesundheitliche Probleme hatte und auch nicht wirklich bedeutend ist. Aber da habe ich dann auch schon gedacht, ich wollte das Musical verpassen, was damals echt scheiße gewesen wäre. Auf jeden Fall, jetzt eben wieder eine Erkältung mitten im Sommer ist natürlich auch nicht so geil. Heute war das Wetter aber auch nicht so geil. Ist geile Überleitung, naja. Auf jeden Fall, hatte ich dann die letzten Tage ziemlich viel Tee getrunken und jetzt ist auch wieder eigentlich alles vorbei, aber mir wäre es auch nicht recht gewesen, da nach Lübeck hochzufahren mit einer Erkältung. Und deswegen habe ich heute auch aufgepasst, weil heute hat es extrem geregnet. Heute Morgen bin ich schon von einem richtig heftigen Gewitter aufgeweckt worden, das schon übertrieben war und sehr laut, also sehr lauter Donner und so weiter. Und später, als ich dann bei der Arbeit war, war es dann immer noch so. Und ja, auf jeden Fall, ja, was wollte ich denn eigentlich noch sagen? Wie schon gesagt, ich will einfach nicht, dass ich da krank hochfahre, mit einer schweren Erkältung und dann vielleicht sogar noch einer Grippe nach da oben fahre, nach Lübeck. Sonntag geht's los. Samstag feiere ich dann noch 21. Geburtstag mit der Familie. Also da feiert man dann zusammen. Ja, da gibt's dann nochmal ein großes Familienfest und dann geht's Sonntag nach oben. Und auf jeden Fall ist es so, ich bin da natürlich ein bisschen nervös und wie schon gesagt, in den letzten Wochen sind natürlich sehr viele Informationen auf einen eingefallen oder wie man es auch immer nennen mag, von Ausbildungen, verschiedene Abläufe natürlich, was man der Ausbildung so machen muss, wenn man alles Mögliche, also es gibt sehr viel, was man da lernt und das kommt dann alles zusammen. Dann eben so privat so ein bisschen hatte ich dann auch noch so verschiedene Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und die waren dann halt manchmal auch so ein bisschen, ja, man hat sich einfach mit verschiedenen Dingen beschäftigt und naja, also sieht man schlecht auch aus, als würde ich beim nächsten Musical leider nicht fit machen können und das hat mich dann eben auch beschäftigt. Wie schon gesagt, es waren verschiedene Dinge, die so ein bisschen da auf mich eingeprasselt sind und dann eben so diese neue Situation, dann eben nach Lübeck hochfahren, in der Ausbildung zu sein dann und sich wieder ein bisschen umstellen müssen, natürlich auch, weil man eben jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr Pause gehabt hat, dann muss man eben doch wieder reinfinden und doch wieder einen alten, richtigen Rhythmus bekommen. Und dann habe ich eben gemerkt, dass zum Beispiel, ich gucke immer noch YouTube, aber zum Beispiel, weil ich früher geguckt habe, wie Let's Plays oder so von Kronk zum Beispiel gar nicht mehr. Es gibt noch drei, vier Kanäle oder so, die ich gerade so ein bisschen verfolge oder fünf, wenn überhaupt. Und das ändert sich auch immer wieder. Und ich gucke nicht mehr, also es hat sich ziemlich verändert. YouTube zum Beispiel war früher ein Riesenhobby von mir, jetzt ist es gar nicht mehr da so, weil es einfach so verschiedene Dinge gibt, die ich mittlerweile so an sozialen Netzwerken so ein bisschen schwierig finde. Da haben Alex und ich ja schon mal im Bento-View drüber geredet, was so an YouTube positiv und negativ ist. Haben es dann nicht ganz so ausführlich besprochen, wir hätten noch viel ausführlicher besprechen können. Aber ich möchte da vielleicht sowieso noch mal ein Video machen, wo ich dann sofort noch ein paar Dinge anspreche, die wir damals nicht ganz so ausgeführt haben.
Und weil es gibt dann schon noch einiges, was ich dazu sagen könnte. Und auf jeden Fall ist es so, in den letzten Tagen und Wochen gab es dann doch so einiges, was mich beschäftigt hat. Und ich wollte dann einfach auch erstmal in die Arbeit reinkommen, da so einen gewissen Rhythmus bekommen und so eine gewisse Routine bekommen, eine gewisse Struktur bekommen. So langsam kommt man immer besser in die Arbeit rein. Es gibt noch immer so Abläufe, die noch nicht ganz reinlaufen bei mir und dann ärgere ich mich natürlich auch drüber. Aber es wird immer besser. Man macht schon Hörtests, die ersten, man bedient schon die Kundschaft und so weiter. Also das geht immer besser und auch so verschiedene Abläufe am Computer funktionieren besser. Und gerade das ist eben zum Beispiel auch etwas, wenn man dann den ganzen Tag am PC gehockt ist, hat man abends auch nicht mehr so Lust, dann noch exzessiv zu zocken. Nicht immer jedenfalls. Manchmal ist das schon so, aber es ist auch nicht mehr so wie früher. Heute höre ich fast nur noch Musik oder gucke dann noch ein paar Videos oder so. Aber irgendwie, wie schon gesagt, viele von den Hobbys, die ich früher hatte, beschäftigen mich heute nicht mehr ganz so und interessieren mich heute auch nicht mehr so. Und dann fragt man sich eben, was bleibt dann übrig? Und das war eben auch so etwas, was in den letzten Wochen sehr stark auf mich gewirkt hat und wo ich dann schon gemerkt habe, ich brauche vielleicht auch mal so ein paar neue Hobbys, weil andere Hobbys einfach nicht mehr ganz so das sind, was sie früher von mich waren. Und das ist zum Beispiel vor allem YouTube, dass ich eben früher viele verschiedene YouTuber geguckt habe und heute gucke ich eben viele von denen überhaupt nicht mehr. Vor ein paar Wochen gab es ja noch das Thema mit dem HBSQ von also Gronkh, Tobinator, Pandoria und Herr Currywurst. Ich weiß nicht, wer es von euch mitgekriegt hat. Ich möchte das jetzt nicht erläutern, ich möchte mich dazu jetzt nicht unbedingt äußern, aber da ist jetzt schon einiges abgegangen dann. Das war ja wirklich auf Twitter ein bestimmtes Thema, auf YouTube ein großes Thema, glaube ich auch. Und auf Instagram ist es überall eigentlich noch immer so ein bisschen Thema, weil ich meine, ich bin ja sowieso in der Community von Kronk und so weiter und vom HBSQ drin. Und ja, das hat einen natürlich auch beschäftigt und da ist es dann eben auch so ein bisschen zerbrochen und dann nimmt man dann auch so ein bisschen Abschied und Abstand, weil irgendwie, ja, man entwickelt sich eben weiter und vor allem, ich merke jetzt eben, ich war jetzt 21 und ich merke irgendwie so langsam, es ist so, man wird immer erwachsener und merkt dann irgendwie, es ist gar nicht mal so einfach, erwachsen zu werden. Und bisher, ich meine, ich bin jetzt seit 3 Jahren erwachsen oder ich weiß nicht, volljährig. Ich glaube, in der Zeit zwischen 18 und 21 ist man dann ein Heranwachsender, habe ich mal gehört oder irgendwie mal gelesen, dem Gesetz nach. Und dann ab 21 ist man dann vollständig erwachsen. Und ich merke so langsam auch, dass ich so vom Alter her nicht nur erwachsen bin, falls, sondern einfach auch so innerlich immer mehr vom Kind zum Erwachsenen werde. Und dann fragt man sich eben, was sind dann wirklich noch Sachen von den Sachen, die man früher macht, was macht man da heute noch gerne und was ist nicht mehr ganz so da? Und ja, das ist so etwas, was man merkt, dass sich da schon einiges verändert, wenn man eben doch erwachsener wird und auch ernster wird. Ich wollte nicht total still, aber ich wollte schon ein bisschen stiller und ein bisschen nachdenklicher. Ich meine, ich war schon immer nachdenklich, aber das ist heute so noch viel mehr als früher und man braucht eben neue Hobbys und das ist gar nicht mal so einfach. Naja, ansonsten, was war sonst noch? Ja, wie schon gesagt, verschiedene Dinge, die mich eben beschäftigt haben. Keine Ahnung. Wie schon gesagt, ich will mal gucken, wie ich das mache, ob ich irgendwie Videos von da oben aus Lübeck mache. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich war noch nicht oben, ich kann noch nicht sagen, was da auf mich zukommen wird. Ich habe es ja noch nie erlebt. Deswegen weiß ich auch nicht, inwieweit ich dazu kommen werde, Videos aufzunehmen. Hin und wieder vielleicht mal so ein ganz kleines, so wie das hier jetzt. Aber gut, klein, es ist auch schon wieder fast 15 Minuten lang. Also eine Viertelstunde verbratet ihr auch schon damit wieder, wenn ihr euch das Video komplett anguckt. Damit habt ihr eure Zeit gut angelegt, hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da.
Ich sag das einfach gar nicht mehr. Wenn euch sowas gefällt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Kommt öfter sowas wahrscheinlich auch. Ja, und wie schon gesagt, dann mit dem Kanal ist eben so, in den letzten Wochen hatte ich irgendwie erstmal nicht so viel Kopf für den Kanal. Und ich habe ja schon öfters gesagt, ich mache das dann, wenn ich Lust habe, wo ich die Zeit dazu habe und wo ich den Kopf dazu habe, ein Video zu machen und nicht, wenn ich dazu gezwungen werde. Das ist eben so etwas, was ich auch an YouTube so ein bisschen schwierig finde, dass es dann irgendwann zu so einer Drucksituation wird, weil du dann irgendwann dein Geld verdienst, dich selbst unter Druck setzt und natürlich nur dieses gesamte Business auch so ein bisschen unter Druck gesetzt wirst, weil du eben damit Geld verdienen musst und dann musst du eben auch regelmäßig Videos machen und ich habe das von Anfang an gesagt, ich will das zum Spaß machen und es wird dann auch weiterhin so gehen, wenn ich Zeit habe und wenn ich Lust habe, dann mache ich ein Video von Lübeck aus, wenn nicht, dann nicht. So, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich guck mal auch, ob ich vielleicht irgendwie so eine Handy-App zum Schneiden benutze, weil ich habe jetzt absolut nichts dabei, wahrscheinlich wo ich schneiden kann, dann Videos und ich will da jetzt auch nicht so viel mitnehmen. Ich meine, ich muss da lernen da oben, ich muss da oben Ausbildung eben und man ist ja da auch nicht alleine und unternimmt man da oben wahrscheinlich auch was zusammen. Man trifft da ja sehr viele Leute dann auch und unter Umständen auch die ein oder anderen, mit denen man gut klarkommt, hoffentlich. Und dann schätze ich mal, dass man dann nicht nur Videos aufnehmen will, sondern auch mal was mit anderen Leuten unternehmen will. Was genau dann ablaufen wird, weiß ich nicht. Das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Das weiß ich dann erst in ein paar Wochen. Dann kann ich davon berichten. Ich möchte sowieso irgendwann mal auch so eine kleine Serie starten zum Thema Ausbildung und so weiter. Keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird, da habe ich zwar so eine gewisse Idee, eben die Idee, dass ich das so weit machen will, aber was genau es sein soll, weiß ich auch noch nicht. So eine Art Hörgeräteakustiker oder Hörakustiker Podcast oder sowas wäre lustig, aber keine Ahnung, was es wird. Aber ich kann euch dann wahrscheinlich immer so einen kleinen Bericht geben von dem, was man dann so bei den Unterrichtsblöcken macht. In ein paar Wochen bin ich dann zurück. Anfang fast schon Mitte September bin ich dann wieder zurück vom Seminar. Geht also eine Weile und bin eigentlich so eine Weile weg von hier, von zu Hause. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das war jetzt mal so ein grober Überblick über das, was jetzt bei mir gerade so ansteht. Wie schon gesagt, verschiedene Dinge, die mich gerade auch privat beschäftigen und eben die Ausbildungen, die man reinkommen muss. Und dann eben, ja, so langsam dieses Erwachsener werden, wo man eben, oder erwachsen werden allgemein, wo man dann eben schon so ein bisschen merkt, es verändert sich einiges und das Kind in einem ist nicht weg, aber es ist eben nicht mehr ganz so im Vordergrund wie früher. Und das ist natürlich irgendwie, da muss man sich auch schon ein Stück weit dran gewöhnen. Naja, ich würde sagen, ich bin damit fertig. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen, habt jetzt noch einen geilen Abend, haut rein und ciao.